Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Grund meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Herr, höre mich also, mein lautes Rufen. Hab Erbarmen mit mir und antworte mir. Dreh dich zu mir, höre mich jetzt. Ich denke doch nur an dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dich will ich suchen. Zeig dich doch, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, lass mich nicht fallen. Du bist doch mein Beistand, gib meinen Fall nicht verloren, verlass mich nicht. Du bist doch mein Anwalt, du Gott meines Lebens. Zeige mir, Herr, deinen Weg. Sag mir, was aus mir werden soll. Und führe mich behütet durchs Leben. Halte mich fest und mach mich gewiss, worauf ich felsenfest bauen kann. Ich werde die Güte des Herrn erfahren, solange ich im Land der Lebenden bin. Darum setze ich alle Hoffnung auf ihn. Nur Mut, nichts als Hoffnung und alles Vertrauen auf ihn, unseren Gott. Oh.
Manchmal brauche ich Menschen, die mir freundlich über die Schulter schauen und sagen, lass es gut sein. Das Grübeln bringt dich auch nicht weiter. Du hast getan, was du konntest. Lass gut sein. Leg mal für eine Zeit die Arbeit aus der Hand, sie läuft dir schon nicht davon. Du musst doch nicht alles auf einmal schaffen. Lass gut sein. Rede die Welt und dich selbst nicht schlechter, als sie ist. Du bist eh kritisch genug. Lass gut sein. Mach nicht immer wieder mit den alten Geschichten herum. Du kannst sowieso nichts mehr daran ändern. Du reibst dich nur auf damit. Lass endlich gut sein. Partner, Nachbarn, Kollegin, Freundin, Engel, Gott, die es gut mit uns meinen, legen manchmal sacht die Hand auf unsere Schulter und sagen, lass gut sein. Und lösen damit die Fesseln um unsere Seele und schenken uns wieder offene Augen fürs Leben. Und auf einmal sieht alles gar nicht mehr so schlimm aus. Wir atmen auf, kriegen wieder Mut und es geht weiter. Es lässt sich nicht vermeiden. Immer wieder gibt es Aufgaben, an denen wir uns verheben. Kränkungen, die unter die Haut gehen, Misserfolge, die uns nachhängen, Enttäuschungen, die wehtun und lähmen. Da tut es gut, den biblischen Rat zu beherzigen, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Mit anderen Worten und etwas alltäglicher gesagt, Gottvertrauen macht gelassen, ohne dass wir dem Leben gegenüber gleichgültig werden. Es stimmt schon. Verbissene Werkelei oder verbohrtes Grübeln bringen uns nicht weiter. Treten wir lieber mal einen Schritt zurück. Gehen wir auf Distanz zu uns selber. Morgen ist auch noch ein Tag. Manche Steine, die uns im Weg liegen, lassen sich halt nicht wegheben. Die muss man einfach umgehen. Vieles kommt nur in Ordnung, wenn wir uns ab und zu gesagt sein lassen, lass es gut sein. Jesus Christus, unser Freund, unser Bruder, unser Herr. Auch wenn wir es nicht glauben können oder nicht wahrhaben wollen, ist es wahr. Dir gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Dir und nicht den Mächtigen, die über uns bestimmen und uns beherrschen. Dir und nicht den Mächten, die unsere Welt prägen und im Begriff sind, sie zu zerstören, als seien sie die Herren über Tod und Leben. Wir vertrauen darauf. Dein Wort wird Recht behalten. Nicht das Gerede derer, die uns sagen, man muss die Dinge nehmen, wie sie sind, wir können doch nichts ändern. Denn du gibst deine Schöpfung nicht auf, du Herr des Lebens. Noch ist deine Macht verborgen. Aber du redest uns an und machst uns Mut, deine Zeugen zu sein. Zu lieben, wo Feindschaft herrscht, zu vergeben, wo Vorwürfe trennen, Gerechtigkeit zu schaffen, wo Menschen leiden, Frieden zu stiften, wo Streit ist, die Schöpfung zu schützen, wo das Leben in Gefahr ist. Jesus Christus, du bist Herr, wo man dir dient.
Diese Freiheit lass uns erfahren. In dieser Freiheit lass uns leben. Diese Freiheit hilf uns auszubreiten.